ist es mir möglich, eine Frau im Sinne der Bibel zu erkennen? Dies ist die wahre Geschichte eines gelähmten Mannes, der sich mit Mitte 30 entscheidet, keine Jungfrau mehr sein zu wollen. Diese Therapeutin regte an, ich könnte mit einer Sexualspezialistin arbeiten. Und dabei unterstützen ihn seine Therapeutin und sein Priester. Reden wir hier über Geschlechtsverkehr? Ja, ich denke schon. Unehelichen Verkehr. Ich habe wirklich mein Bestes getan in Bezug auf die Ehe. Er trifft eine Sextherapeutin. Hi, Mark O'Brien. Diese ist aber gleichzeitig auch eine ganz normale Frau und Mutter. Auf dem Tisch, da liegt ihr Geld. Ja, da liegt es. Das war ein ganz schön ungeschickter Anfang. Ja, war es. Wollen wir nochmal anfangen? Es geht darum, wie er zum Mann wird. Und um ihre faszinierende Beziehung. Auch wenn es darum geht, dass wir Sex haben. Ich bin keine Prostituierte. Sie müssen mich nicht im Voraus bezahlen. Ich habe nichts gegen Prostituierte, aber es gibt einen Unterschied. Das können wir später klären. The Sessions, wenn Worte berühren, basiert auf den Schriften des Journalisten und Poeten Mark O'Brien, der mit seiner Offenheit in Sachen Sex und Behinderung ein Tabu brach. Mark hatte wirklich einen großen Sinn für Humor und es war mir sehr wichtig, diesen im Film herauszuarbeiten, wann immer es möglich war. Wir wollten nicht zu sentimental werden. Okay, und wie fühlen Sie sich jetzt? Total überfordert. Ich meinte Ihre Atmung. Ah, hervorragend. Sogar besser als sonst. Sehr schön. Wollen wir uns ausziehen? Die Frau, die ich spiele, kommt in sein Haus und denkt, wow, das ist eine echte Herausforderung. Los geht's. Aber sie sieht ihn tatsächlich so, wie er wirklich ist. Und sie will nur das Allerbeste für ihn. Schönes Hemd. Im Sinne von gewagt und raffiniert? Sie nehmen mir die Worte aus dem Mund, Mark. Mark war nicht vollständig gelähmt, denn er spürte Berührung. Doch abwärts des Halses konnte er sich nicht bewegen, mit Ausnahme seines Penis. Der funktionierte wohl tadellos. Hören Sie von jetzt an auf die Signale Ihres Körpers. Auf diese Art und Weise werden Sie sich kontrollieren können, wenn Sie... Oh Gott. Eigentlich treffe ich mich nicht mit Klienten außerhalb der Termine. Wir müssen nicht viel reden. Die Leute sollen nur sagen, hey, wer ist der Krüppel mit der schönen Blondine? Meine Privatsphäre ist mir wichtig. Ich habe ein Privatleben. In der Therapie geht's um Sie. Ein wichtiger Teil im Leben eines Menschen sind Liebe und Sex. Das wollte er kennenlernen. Der Satz in seinem Buch, der mich am meisten bewegte, war, sie war nett zu mir. Das war eine große Sache, denn er war denen ausgeliefert, die ihn berührten. Er selbst war dazu nicht fähig. Freitag? Der 20. selbe Zeit? Das passt mir gut. Nächstes Mal arbeiten wir am Geschlechtsverkehr. Es geht darum, wie der echte Mark O'Brien war. Jeder, der an diesem Film beteiligt war, wollte seinen wahren Erlebnissen und Erfahrungen mit ihm so nah wie möglich kommen. Ich hoffe, man sieht in Mark ein vollständiges menschliches Wesen und nicht nur jemand, der zu 90% bewegungslos in seinem Bett liegt. Er ist mehr als das. Was ist der Unterschied zwischen einer Sexualspezialistin und einer gewöhnlichen Prostituierten? Es ist ein Film über das gottgegebene Recht eines jeden Menschen, Freude zu empfinden. Das ist für mich so erfrischend und aufregend. Heute arbeiten Sie am gleichzeitigen Orgasmus. Was ist das? Er ist ein Kerl, der mit einem großen Handicap leben muss und trotzdem das Beste daraus macht. Er trifft diese wunderbaren Menschen auf seinem Weg und das zaubert ein Lächeln auf unsere Lippen. Vielleicht ist das eine blöde Idee. Ich denke, Sie haben Großes geleistet. Es ist ein allgemeines menschliches Bedürfnis, zu lieben und geliebt zu werden. Ich habe mir sagen lassen, sogar bei Nichtgläubigen ist der gebräuchlichste Ausdruck in sexueller Ekstase. Oh Gott! The Sessions, wenn Worte berühren. Ab 3. Januar im Kino.